Bundeskanzlerin Merkel berät heute mit den Ministerpräsidenten der Länder über mögliche Lockerungen der Corona-bedingten Einschränkungen. Bayerns Regierungschef Söder forderte im Vorfeld mit Blick auf eventuelle Ladenöffnungen strenge Hygieneauflagen, darunter auch ein Gebot zum Tragen von Mundschutzmasken. Sein nordrhein-westfälischer Amtskollege Laschet mahnte eine einheitliche Linie der Länder beim Umgang mit Schulen und Kitas. Umstritten ist dabei, wann und wenn ja, welche Alters- und Klassenstufen zuerst wieder zurückkehren dürfen. Wie Sachsens Ministerpräsident Kretschmer warb auch Familienministerin Giffey im ARD-Morgenmagazin für maßvolle Entscheidungen. Wir müssen hier zu einer schrittweisen Rückkehr zur Normalität kommen. Gerade die systemrelevanten Berufe, die ja jetzt schon in der Notbetreuung sind, sind wichtig, aber auch andere Bereiche. Wir reden von den erwerbstätigen Alleinerziehenden. Wir reden aber auch aus Kindersicht von den Kindern, die jetzt in den letzten Monaten vor der Grundschule stehen, die gerade vorbereitet werden auf die Grundschule, wo das auch aus pädagogischen Gründen wichtig ist. Wir reden auch über soziale Auswirkungen, über die Frage von Kindern, die vielleicht eher in einer schwierigen Lage zu Hause leben. Zunächst einmal hat Medizin hat die Gesundheit der Menschen alleroberste Priorität. Und dann geht es darum, sukzessive nach und nach die Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftlich und wirtschaftlich am wichtigsten sind. Wir wollen alle nicht, dass in 10, 20, 30 Jahren noch Menschen gefragt werden. Sie sind also der Jahrgang damals, der ein Notabitur gemacht hat. Deswegen glaube ich, eine Priorität ist, dass Prüfungen stattfinden können, Gesellenprüfungen, Hauptschulprüfungen, Abiturprüfungen in Deutschland und das in einem regulären Verfahren. Dann muss es darum gehen, dass Menschen ihren eigenen Lebensunterhalt wieder erarbeiten können, dass Selbstständige wieder tätig sein können, wo immer das geht. Sicherlich in vielen Bereichen nur mit zusätzlicher Schutzausrüstung. Und dann muss man schauen, wie man auch diese Beschränkungen im Alltag lockern kann.